Ich sag mal so, Oreo war gestern. Brot aus der Dose. Also Schmelzkäse ist das definitiv nicht. Oh nein! Der neue Tisch. Oh, der ganze Tisch ist voll, ey. Im wahrsten Sinne des Wortes rennen dir die Panzerkekse den Arsch. Ja. Vier Finger in die Fahrradkette. Ich hab das Gefühl, ich hab gerade eine Kaffeemaschine ausgeleckt. Naja, es gibt halt richtige Kämpfer, so, die vertragen das, ja. Und dann gibt's Leute... Gut, alles klar. Hey Leute, ich bin's Fritz und wir sind auf meinem Zweitkanal Fritz Meinige Gier angelangt, auf dem es nur um das Thema Ausrüstung geht. Ja gut, um Ausrüstung. Martin hat es anscheinend schon ein paar Mal gesehen. Ja. Ich habe oben in der Ecke wieder Werbevideo eingeblendet, denn es geht natürlich wieder heute um Produkte. Und wir testen das EPA der Bundeswehr, original und das Typ 1. Ja. Und ich dachte, es geht um das Thema Geschmackstest, also laden wir uns noch ein paar andere Profis ein, um das Ganze ein bisschen für euch zu vergleichen. Links wie immer alle unten in der Videobeschreibung, wenn ihr wissen wollt, was hier benutzt wird. Und am Ende gibt es für euch natürlich wieder ein kleines Giveaway. Ja? Also dranbleiben. Und ich würde sagen, damit starten wir jetzt auch mit der Enthüllung des Paketes. Mach auf die Scheiße! Bommel, die Leute wollen sehen, was da drin ist. Zack! Und dann Aha, Tee! Trinkst du Tee? Ja, lecker. Wenn ich tot bin, trinke ich Tee. Vorher trinke ich Tee. Nee, hier, erfrisch dich erstmal mit einem Tuch. Erfrischungstuch. Oh, geil. Hier, das kann man ausschnitschen. Da sind 60% Ethanol drin. Guck mal. Beste. Was Getränkepulver, Exotic. Mega. Nee, tut mir leid. Bin raus. Hast du schon mal probiert? Das ist übrigens geil. Ja, nein. Klar. Also Exotic kann ich gar nicht trinken. Ich bin hier eher der Zitrone-Fraktion. Ja, aber die Leute, die bei der Bundeswehr waren, das Ding ist richtig geil. Und was auch Aber wieso denn Exotic doch nicht? Was auch richtig geil ist. Grapefruit. Oder Grapefruit. Grapefruit, was das Geile war? Ich weiß es nicht. Nee, also ist schon exotic. Grapefruit ist geil. Zitrone ist. Nee, Zitrone ist halt Zitrone. Orange ist aber auch noch mit drin. Ja, das hat geschmeckt wie diese. Ist egal, wir trinken einfach alles. Ja, und entscheiden dann. Das dann. Vielleicht kannst du ja meine Meinung ändern wegen exotic. Nee, nee. Hier, Streichhölzer. Zucker. Für dich meine kleine Zuckerschnute. Ja. Zucker. Das Ding ist für 24 Stunden ausgelegt, Zucker. Ne? 24 Stunden? Ich glaube schon, ja. Also für 24 Stunden. Ja, aber guck mal, das passt doch. 24 Stunden hat drei Mahlzeiten und wir sind jetzt drei Leute. Also das müssen sind wir aber eigentlich... vier Getränkepulver. Das naja, ja, das sind für ja dein insgesamt 1,6 Liter. So fängt kein Satz an. Weißt du, also jetzt mal ganz im Ernst. Wie viele Mahlzeiten hast du am Tag? Drei. Drei. Siehst du, sind aber vier Tütchen. Passt ja. Ja, und du trinkst da aber mehr. Ach so, quasi so als. Und? Schnucki. Schnucki. Wir haben doch auch noch Kaffee. Oh, das ist meins. Dankeschön. Wir haben Kaffee weißer. Kaffee ist weg. Und? Oh, Kaffee weiß es auch gut. Zum Nachmittag. Was denn? Cappuccino. Ah, rechte Seite. Die. Achso, ist ja hier. Hey. Also müssen wir jetzt probieren. Entschuldigung. Ja, ne, wenn es dann ein bisschen Kaugummi ist? Ja, jetzt ernst? Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Als ich bei der Bundeswehr war, gab es das nicht. Da gab es keine Kaugummis, da gab es kein Cappuccino, da gab es keinen Kaffee. Da musste ich normale Lebensmittel essen, wie eklig. Oder nein, was? Auch EPA, aber da gab es das nicht. Nein, drin. Ja. Das war da. Was war's denn? Achso, Brotaufstrich. Brotaufstrich. Naturell, aber was ist das? Das gab es bei uns auch nicht. Na, aber ist doch geil, dann können wir das Ganze jetzt gleich mal ein bisschen Schmelzkäse, oder? Nee, Butter. Schmelzsalz. Ja, ich will Schmelzsalz. Es scheint irgendwie. Es ist Schmelzsalz. Ich will das. Das machen wir. Das da. Ja. Was ist denn Schmelzsalz? Na, das war Schmelzkäse, weißt du? So was. Schokolade. Okay. Ah, hier, komm. Ne? Klassiker. Die guten neue Verpackung, aber. Panzerkekse. Richtig. Sag mal. Lecker. Da musst du auch nicht auf Klo, wenn du die isst. Nee. Nee, vor allem, weißt du, welche Kombination richtig bombt? Drei Tage und dann kommen Diamanten aus dem hinten. Das ist versprochen. Das ist übrigens schon ein neues EPA. Ja. Doch schon neues, ja. Ja. Rongbrot. Ist das, was ist da? Was ist da? Chivapchichi? Ja, wir haben hier einmal Klassiker, zweimal Hamburger. Die sind richtig gut. Da haben wir uns immer drum gekloppt im Biber. Hamburger? Ja, die sind richtig gut. Und südamerikanisches Gemüsechili. Ja. Hamburger sind aber nur so Buletten drin, das ist kein Brötchen. Achso, okay. Deswegen mit so Kartoffelstückchen und Tomatensauce. Kennt ihr auch schon. Was was findest du am besten, Maja? Ich glaube, die Kekse, da geht's los. Hier, ne? Ja. Es ist leider nicht von einer anderen namhaften, erwähnenswerten Firma, die ein gewisser Herr hier sonst bewirbt. Es ist trotzdem ein. Aber ich habe das Gefühl, da ist mehr drin als sonst. Guck mal, da ist auch noch so ein Schweinemunch drin. Ja, ja. Das ist schon ein neues. Weil hier ist Frühstück. Wollte ich gerade sagen. Oh, yes. Und nach dem Mittag gibt es natürlich noch Dessert. Creme Orange. Boah. Aber es ist echt kompakt gepackt. Halt. Boah, und ganz wichtig, bei so einem EPA wird auch mal sehr viel Wert auf Umwelt gelegt. Ja, was so ganz wenig verpackt. Ganz wenig verpackt. Ganz wenig verpackt. Das haben wir Leberwurst. Wichtig ist, Verpackungsmüll wird immer mitgenommen. Ich hätte gerne mal die Liste hier. Ich finde das ganz interessant. Ja, warte, die können wir noch zum Schluss. Ja, ja, ja. Ah. Hier, Brotaufstrich. Ja, geil. Was ist das, Leberwurst oder was? Das ist Leberwurst und Rindfleisch, Leona. Oh. Und für die Süßen nochmal
ein süßes Frühstück. Oh, das will ich. Konfitüre. Konfitüre, ja, das ist eine Marmelade. Salz und Pfeffer. Pfeffer. Ja, geil. Geil. Also, es ist echt eine ganze Menge. Und für die Schnute? Ach, kick mal an. Ein paar Schrubbeltücher sind auch mit bei. Naja, jetzt rechne aber mal 24 Stunden. Ja, ich rechne mal. Und das ist ja jetzt nicht 24 Stunden einfach normal. Das ist in einer Kampfsituation. Ja, das ist halt unter Belastung, unter du bist draußen, du bist unterwegs. Du hast ja einen anderen, ganz anderen Kalorienbedarf auch. Maja. Sag mal, räumst du jetzt hier den Tisch ab oder was? So, während die Jungs dann noch ein bisschen Lärm weiter auspacken, würde ich sagen, ne, wir haben jetzt gesehen, was drin ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer schon mal EPA getestet hat. Das ist anscheinend eine neue Version. Ne, ich kenne es damals noch aus meiner Zeit bei der Bundeswehr, bei der AGA der allgemeinen Grundausbildung. Und wir lassen uns das jetzt einfach mal schmecken und gucken ein bisschen, wie hat sich das verändert, was kann man gut genießen davon. Wie gesagt, das ist Typ 1. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt, dass wir auch mal die anderen EPAs noch testen. Und jetzt gibt's Frühstück. Also was Bommel als Pfeffer deklariert hat, sind sozusagen Wasseraufbereitungstabletten. Chlor, 17 Milligramm, NADCC, was das heißt, müsst ihr selber rauskriegen. Sieht die, so aus. Die sahen früher anders aus. Die waren früher anders verpackt. Ja, die waren viereckiger, glaube ich. Genau, ich mal, deswegen ist mir das kann ich mal vor, du machst dir so eine schöne Pfanne und dann, oh, jetzt machen wir ein bisschen Pfeffer. Was ist denn das? Warum schmeckt denn das nach Chlor? Nach Schwimmbad. Nach Medizin. Soll ich das jetzt eigentlich hier alles wieder schön reinpacken? Nee, wir fressen das jetzt. Ja, wir müssen aber irgendwo das hinpacken. Hier gibt es übrigens gleich mal ein paar Insider-Aufnahmen, wo wir uns gerade befinden hier. Wir sind nämlich auf einem Wochenend-Videodreh, wo wir unter anderem Random Mission gedreht haben. Und wir drehen auch gleich noch ein Video zu diesem schönen Gefährt hier. Das gehört nämlich Bommel. Vielleicht ist es schon draußen, vielleicht noch nicht. Man weiß es nicht. Schaut mal auf dem Hauptkanal vorbei. Von Situation her muss jetzt hier natürlich noch was besorgt werden, weil in der richtigen Bundeswehr-Kampfsituation. Brauchst du erstmal einen Klapptisch. Richtig. Da ist ja noch die Schutzfolie drauf. Ja, die soll auch drauf bleiben, weil die schützt. Onkel ist dabei mit Martin. Du musst mal hier einen Klapp-Klapp machen. Ich kann dir trotzdem helfen. Viele Hände stellen. So, damit können wir doch arbeiten hier. Operationstisch aufgebaut. Hier habe ich auch eine kleine Ecke, da kann ich schon ein bisschen rumschrubbeln. So, womit starten wir, Leute? Womit starten wir? Ich habe richtig Knast. Hast du auch Besteck oder sowas? Ich meine, das kann man nicht. Ich habe genau eine Gabel. Ach, du. Und ich habe genau einen Stock. Ey, Gabel, zwei gesunde Hände. Du musst vorbereitet sein. Also pass auf, ich bin vorbereitet. Ich gehe mit meiner Taschenlampe. Ich würde sagen, wir machen parallel schon mal irgendwas warm. Ja. Ja, und essen tun wir dann aber wirklich, wie der Tag abläuft, würde ich sagen, oder? Frühstück, Mittag, Abend. Geiler Typ. Lass mal sortieren. Also genau, wir, ja, das hatten wir nämlich beim MRE, glaube ich, auch gemacht, dass wir mal pseudomäßig in drei Sachen, oder wir hatten noch so Snacks, hatten wir auch noch drin. Also, ne, was hat südamerikanisches Gemüse Chili? Wir müssen uns jetzt nur entscheiden, Mittag und Abend, was nehmen wir davon? Genau. Alles. Ich habe Hunger, Alter. Du hast gesagt, Martin, isst mal nichts, wir essen hier gleich Epa. Maya isst Holz. Aber machen wir Abend, machen wir Mittag hier. Was ist jetzt Abend, was ist Mittag? Ja, aber was, naja, hier. Eins, zwei, drei. Die Frage ist, Roggenbrot mit... Frühstück. Ist Frühstück. Frühstück mit natürlich Aufschnitt, ne? Kekse sind auch Frühstück. Na, das ist Kekse, ja so Zwischenmahlzeit. Kekse ist der Snack. Snack kommt bei Martin hin. Ja. Schokolade ist so, jetzt Getränk. Schokolade. Was machen wir mit dem Brotaufstrich naturell? Na, Brotaufstrich, wir haben Brot. Das ist ja wohl... Nee, Brot, hier vorne. Keks. Das machen wir auch noch als Snack. Kaffee gut, ist Frühstück Kaffee. Und Kaffee ist... Kaffee wollen ja alle trinken zu jeder Tageszeit. Und das ist Kaffee. Ja, Tee würde ich sagen, abends. Wegen Tee machen wir abends. Ja, so, Zucker war noch eine Zwischenmahlzeit. Hier ist auch nochmal ein Tee. Hier haben wir noch. Was haben wir hier? Könnt wir zuckerfreier Kaugummi geht zu den Snacks. Ja. Die Wassertabletten. Erfrischungstuch, Wassertabletten machen wir extra. Salz, Pfeffer. Da ist nochmal Frühstück drin, dann theoretisch. Scheiße. Müsli ist Frühstück. Und ja, Dessertcreme ist natürlich... auch Mittag. So, Zucker machen wir auch extra so. Frühstück ist echt mega viel halt, ne? Denn? Aber ja, die wichtigste Mahlzeit ist Essen. Ja, Essen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Nein, aber Frühstück sagt man ja nicht ohne Grund, dass sie wichtig ist. Stell dir mal vor, du bist im Kampf, geht morgens los. Ja. Aber nicht, können wir anfangen? Ja, aber ich würde sagen, dass wir parallel halt schon mal das Mittag zubereiten. Wie war denn das? Musste man das einstechen, aufmachen, umrühren? Das steht doch drauf. Nee, einfach zulassen und aufmachen. Also zulassen. Das Zubereitungsanweisung, fertiggerichtet. Ganz kurz, guck mal bitte in die Kamera. Was ist mit dem Bild los? Oh. Ein bisschen helle, hä? Ein bisschen helle. Ja, wegen der scheiß Sonne, Alter. Ey, Sonne, Mann, machst du mich mal entspannt, Mann. So, das Bild passt wieder. Parallel dazu machst du schon mal das Essen warm. Für den Mittag. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Oh. Den konnte ich nicht. Parallel würde ich sagen, machen wir dazu schon mal das Essen warm. Ja. Die große Frage ist diese Asiaten. Mach die hier. Ich höre nicht klar. Diese komischen Asiaten, machen wir die... Ne?
sticht man die ein, rührt Pass man auf, lass doch mal den Profi. Hier steht, Fertiggerichte, Behälter nicht auf offener Flamme erhitzen, möglichst in noch geschlossenen Behältern und heißem Wasser bzw. im Kochgeschirr erwärmen. Die Gerichte ohne Nährwerttabelle sind wesentlich Einbuß im Geschmack, auch kalt verzehrbar. Öffnende Behälter mit einem Messer oder anderen Ich wollte nur eine scheiß Antwort haben, was ich da jetzt machen muss. Das kann ich doch keiner anhören. Zulassen. Du darfst die nicht darauf packen, steht hier. Ah. Nicht auf offener Flamme, das muss in einem Geschirr aufgewärmt werden, steht hier. Wir improvisieren. Ich könnte einen Kochtopf holen. Der ist da Nein, stehen, wir stehen darauf, er wird mit umgerührt. Leben in der Lage. Wo sind die Streichhölzer? Zur Not kannst du es auch kalt fressen, steht doch da drin. Ja, zur Not. Aber wir sind nicht in der Not. Wir haben Streichhölzer, wir haben eine Feuerquelle. Was willst du? Streichhölzer? Die Streichhölzer? Weiß ich da nicht. Da sind sie doch. Zünd mal an das Ding. Ist da alles da? Oh, jetzt habe ich hier so einen Druck. Kennt ihr das, wenn da so ein Luftballon aufpustet, das hat hier so einen Druck? Mann, ey, die Sonne ist halt auch so ein Kommen und Gehen. Riecht gut. Schmeckt gut. Nee, das ist. Oh, yesy. Aber jetzt hast du ja auch immer. Ja, weil das anbrennt sonst unten. Wenn du es einfach draufstellst, hast du unten alles verbrannt. Schreib mich so an. Mein Gott, ey, immer nur mit Amateursen zu tun hier. Orifo. Ach, das habe ich mir gedacht. Das ist schon mal vorbei. Was machst du? Mach doch hier schon mal, kümmere dich doch schon mal hier ums Schokomüsli. Wie man das zubereitet. Oh, ich hab einen Druck drauf, ey. Kann mir mal jemand zuhalten hier, Windschutz? Bist du doof, einen Esbit-Kocher anzumachen? Das ist halt zu viel. Das ist schon wieder aus. Ich weiß, warum da 100 so eine Dinger dabei liegen? Du hast Tomatensauce an der... Ich hab's über Tomatensauce hier, auch gleich an der Jacke hier. Der Edelstahl soll passieren. Deswegen stehe ich auf die Platte. Okay. So. Ich denke mal. Instant Schokomüsli. Also hier brennt noch. Was? Kakao. Gibt's Getränkepulver? Zubereitung. Steht nichts von Zubereitung. Es brennt. Ach hier. Dann stellen wir da vorne hin. Ich brauche 80 Liter kaltes Wasser, bitte. 80 Liter. 80 Milliliter, Entschuldigung. Also machen wir mal, kannst du zeigen, alles gut. Wir machen doch hier keine. Oh. 80 Milliliter, woher will man das wissen? Na, weil ich hier eine. Ach, weil er hier eine Messeinheit dabei hat. Wir müssen mit dem Müll aufpassen. Ja, den packe ich in die Kiste. Das ist gut. Hier sind ca. 80 Milliliter. Okay, rein. Scheiße, ich habe ja keinen Löffel. Egal, mach. Ich hab mal, ich kann ihn holen, kein Problem. So, da habe ich über 80, könnte man. Was hatten wir zum Frühstück für ein Getränkepulver? Ey, was sind die eigentlich mit Kaffee? Wir müssen doch irgendwie noch Kaffee warm machen, oder? Nee, kalter Kaffee heute. Richtig ekelhaft. Also du brauchst ja das Kochgeschirr, brauchst du glaube ich Minimum. Weißt du? Oh. Ich glaube, die Flamme ist tot, ne? Die Flamme ist tot. Also du bist derjenige, der sich darum kümmert, würde ich sagen. Ach so, nee, schön, klar. Das Schwierigste habt ihr wieder schön jetzt... Na gut, dann esse ich halt das Frühstück. Ach so. Das läuft doch hier nicht. Ich geh mal einen Löffel holen. Ja, hol mal einen Löffel. Und vielleicht auch noch eine Bockwurst. Und eine Kotztüte. Und was zu, bring mal was zu essen mit. Ja, bring mal was zu essen mit, ey. Ey, ich brauche hier einen Windfang. Also, das ist, Ja, es ist doch... Es ist schon wieder schwierig. Jetzt sitze ich hier alleine. Aber es ist kein Ding. Wir sind ja hier die Survival-Dudes, ne? Also von daher... Wir sind... Oh, hier fliegt alles runter. Nice. So. Wichtig ist natürlich, der Windfang darf nicht brennbar sein. Genau, der Windfang... Den Papa das hier mal anmachen. Also es war das schon mal an. Ja, ist auch wieder ausgegangen. Ich kann halt nur Feuer löschen. Boah, das ist aber auch wir windig. Sitzen hier mit wir sitzen, auf, wer kam auf die, sich mitten aufs Feld zu setzen eigentlich? Nö, wir übertreiben es halt gleich wieder, wa? Instant aus, die Scheiße. Und, wie schmeckt's kalt? Was? Naja, ist halt kalt, ne? Freunde! Original Bundeswehrbesteck. Passt ja. Und wir brauchen mal ein Feuerzeug. Ach. Ja? Streicher sind alle. Wie alle? Echt alle? Nee, aber ich hab keinen Bock nochmal zu probieren. Mein Gott, ey, ist das eine Scheiße hier. Es ist einfach zu. Aber überleg mal, du bist in einer Lage auf dem Feld, ey. Wie machst du das? Naja, da baust du dir eine Kuhle. Machst du einen Grubenfeuer? Mann, ey, ich baue maximal ein Grubenhaus. Das wird doch nichts. Und jetzt war's kalt, Mann. Da ist ja verhungert, bis ihr fertig seid. Ist der da drüben? Ey, der ist alleine schon da drüben. Ich rühre um. Das haben sie aber blöd gemacht hier mit dieser Pfalz. Wahrscheinlich soll der Ding stehen. Oh. Na, läuft bei euch? Ja. Guck mal, aber es dampft schon. Aber jetzt brennt es halt auch schön an, denn, ne? Na klar. Es brennt an.
Mann, durch. Hier fliegt alles runter, ey. Hey, probier mal. Geht. Da sind so eine kleine Schokokugeln drin, die geht. Oh, Schokokugeln. Oder? Guck mal hier, was ist Soße? So, richtig, wichtig ist immer, schön, dass nee, du nicht Soja so. Nee. Also drücken. Ja, genau. Mhm. Geht, oder? Ja. Also ich hab schon Schlechteres gegessen. Aber warte mal einmal in die Kamera hier. Ziemlich flüssig, ne? So, so. Ja, waren vielleicht keine 80 Milliliter. Ne, also sieht ganz gut aus. Mhm. Schmeckt auch. Ist halt ein bisschen wässrig. Ja, weil es halt Wasser ist, mit dem man es anrührt. Aber ist okay. Na, dann gleich mit dem Brot weiter hier. Machst du mal Brot auf? Brot aus der Dose. Mach schon. Also Müsli, Schulnote. Was haben wir denn? 6? Schulnote geht bis 6, ja. Ja, ich war in der Tanzgruppe. Eine 3. Finde ich auch. Befriedigend. Ja, finde ich auch. Ja. Doch, eine 3. Befriedigend nicht mehr. Achso, ich mach mal hier auf, ne? So. Ich mach das schon, lass das liegen. Oder was? Ein Küsschen. Okay, so. Lass mal das erstmal stehen und essen wir den Rest später, oder? So, jetzt kriegt jeder hier erstmal zwei Brote. Oha. Jeder kriegt jetzt zwei Brote. Ich muss mal hier einen Rührepeat machen, ne? Mach du mal einen Rührepeat. Oh, das riecht aber schon, das riecht schon gut, ja? Ja? Mittag ist schon in the making. So. Na, du machst wahrscheinlich Konfitüre. Ich mache mir auf jeden Fall erstmal Rindfleisch. Ja, weißt du, was mich klar. Weißt du, was mich die ganze Zeit interessiert? Ist dieser Brotaufstrich hier, dieses Schmelzgedöns. Ich habe extra vorne so ein Stück aufgemacht. Und ich hatte recht, da, guck. Schmelzkäse. Schmelzkäse, also hier haben wir einmal so Rindfleisch, was ist das, wie so ein, ja, so ein, was steht denn da drauf? Leona, Rindfleisch-Leona. Rindfleisch, na, ist halt Rindfleisch-Leona. Halt, guck mal, ich hab hier noch ein Messer. Dixi. Das heißt, Würzfleisch, oder? Hier, Leute, so. Ah, ich sag mal so, Oreo war gestern. Der Bundeswehrburger. Das ist der BW-Oreo. Aber bevor ich mir das jetzt echt hier rindrömmel, möchte ich das mal probieren, wie das überhaupt... Nee. Das ist völlig komplett getrümmelt werden. Was, echt jetzt? Mit Käse hat das nichts zu tun. Ey, ich meine jetzt nicht. Das ist normaler Schmelzkäse. Nein, das schmeckt wie... Mann, Käse ist doch kein Käse, das ist Schmelzkäse. Käse, das schmeckt doch nicht nach Schmelzkäse. Na klar. Das ist zuckersüß, na. Alter. Hä? Schmeckt erst nochmal nach Schmelzkäse. Schmeckt einfach nach nichts. Na, süß. Probier doch mal so. Das ist einfach... Lass euch nicht erzählen, schmeckt wie Schmelzkäse. Deine Geschmacksnerven sind aber auch schon tot. Durch! Durch! So. Hey, ja, er wollte hier verschiedene Meinungen. Meine Meinung ist, lecker, schmeckt wie Schmelzkäse. Oh, das sieht auch gut aus. Sehr gut. Der Oreo. Mhm, doch. Finde ich gut. Alter! Nee, also Schmelzkäse, ne? Ja. Die Kombo ist geil. Mhm. Doch, gut. Rindfleisch, Schinkenwurst. Was jetzt so hier am Stück, oder? Ja, klar, klar. Okay. Gut, Rindfleisch, Schinkenwurst ist, ich denke mal, the same. Nur anderes Etikett. Nur, es sieht einfach 1:1 genauso aus. Und jetzt ist die große Frage natürlich, schmeckt es auch genauso? Ich bin ja eher Freund vom frischen Brot, aber das ist echt lecker. Mhm. So, ich bin bei der Konfitüre angekommen. Sauerkirsch. Genauso. Was, schmeckt genauso? Ja. Vom Wurst her. Vom Wurst her. Aber es ist trotzdem... Also du hast richtig Brot, du hast richtig Wurst, das ist, so, das ist geil. Also das Brot ist der Hammer, ja. Wirklich. Das schmeckt echt wie normales Vollkornbrot. Finde ich gut. Also gut. Marmelade, die erste. Ich würde fast sagen, hier Wurst-Brot-Kombination dafür, dass es ein E-Paar ist, könnte man in eine... Bei mir kriegst du eins. Ohne eins Scheiß. Minus gehen. Hey, ich brauche noch Luft nach oben. Ich brauche noch ein bisschen Luft nach oben. Weißt du, was fehlt? Deshalb nur die eins Minus. Das fehlt Butter. Butter? Hm? Bei mir fehlt Butter. Ach so, vielleicht ist das hier so ein... Weißt du, so in die Richtung gehend. Butterersatz, weißt du. Oh nein! Der neue Tisch! Der hat denn der scheiß Müsli nicht aufgegessen? Na ich? Oh, ihr Jarax, ey. Oh nein. Ja, ich finde, die Wurst schmeckt besser. Die ist besser. Nein. Oh, der ganze Tisch ist voll, ey. Das geht. Guck mal. Das geht auch noch. Was ist denn hier von Konfitüre her? Wie ist die? Sauerkirsche ist gut. Schmeckt halt wie eine Sauerkirschkonfitüre. Aber ich glaube schon, dass es echt so ein Butterersatz ist wahrscheinlich. Meinst du ja? Ja, glaube ich schon. Das kriegen wir raus. Ja. Mhm. Das ist jetzt Müll. Ich glaube, die Piep-Dinger hier, die sind gar nicht dafür gedacht, um sich damit den Mund abzuwischen, sondern den Tisch sauber zu halten. Oh. Oder? Ja. Kannst du es mal beschweren hier? So. Also Wurst haben wir. War gut. Schmelzkäse. Warte, den will ich, das
das ist also lecker. Nee, das ist kein Schmelzkäse, das ist wirklich so Butterersatz, würde ich sagen. Hä? Ja, es sieht auch so aus, aber es schmeckt halt nicht nach Butter. Warum? Wolltest du noch was? Entschuldigung. Nee, ich denke mir gerade so in so ein Kilo Butter. Nein, aber das sieht doch gut stell aus. Mir da einfach eine Frage. Na, aber Brot auch schlechter. Das ist. Also Schmelzkäse ist das definitiv nicht. Nee, das schmeckt nämlich nicht so käsig. Also, was sagt ihr? Ist das so ein Butterersatz, so Margarine oder so zum Drunterschmieren? Schreibt es mal in die Kommentare, wir finden das heraus. Was die Leute alles in die Kommentare schreiben, sind in dem Video, ist der Hammer. Na klar, dann mal gleich runternehmen und das Schleid auch gleich machen, das ist doch warm genug da. Butteröl, Wasser, Milch, wir machen direkt jetzt schon mal Abendbrot auch noch. Achso, ich wollte mal hier so ein Getränk anrühren. Das ist ja hier Verstopfung. Boah, ey, heitere Fressen ist hier, ey. Das Frühstück doch nichts, sag mal. So. Wir müssen die Bewertung, dürfen wir nicht. Ja! Machen. Immer mal wieder. Oh mein Gott, ich blute. Ich mach mal weiter mit diesem Namen. Nee, warte mal. Ich blute. Nee, Gemüsechili. Ah. Wollen wir jetzt hier jedes Getränkepulver anmixen? Oder so? Dann würde ich hier nur so irgendwie. Keine Ahnung. Gemüsechili ist geil. Warte, wo ist mein Löffel nie kommen? Irgendwo ist der verloren gegangen. Also schmeckt. Mir schmeckt es gut. Ich find's geil. Klar, fehlt ein bisschen fleischig irgendwie, aber dafür haben wir hier noch. Geh mal hier. Klinkenwurst. Oh. Ne? Ist okay. Gemüsechili kriegt von mir eine 2. Gemüsechili 2? Hm? 4. 4, echt? Ja, ist für mich. Da viel Fleisch. Ja, es ist ein Gemüsechili. Ja, aber es schmeckt als 4. Es ist wie, als würdest du einen Kohlrabi beißen und sagen, nee. Nee. Ist mehr, nee, da fehlt die Süße irgendwie. Also für ein Outdoor-Essen, für, ich sag mal, so aus Verpackung raus, klare 1 minus. Ja. Ich find's lecker. Ja. Und dazu gibt's jetzt ein Getränkepulver. Mhm. Ich lass mal offen, welche Sorte. Ja. Bist du fertig oder was? Ja, ja. Nee, na, ich hab jetzt einfach nur die Hälfte, weil wir haben ja 4 Sorten. Warte mal, also, Grapefruit kann's nicht sein, Orange nicht. Na. Ja, schmecke ich sofort. Ach, das ist ja drin? Ja. Das rieche ich schon. Mhm. Probier es einfach, du sollst nicht riechen, du sollst Apfel, nicht Apfel, Honigmelone. Ach, hier sind ja wieder diese zwei Patties drin. Ah, okay. Hm? Ein bisschen was. Boah, mega. Okay. Klar. Also gut, ist gut. Den zum es ist wirklich gut. Also dafür, dass es ein Pulver ist, schmeckt wirklich gut. Und welche Sorte ist es nun? Oh, na, Exotik. Ja. Ist geil. So. Aber link lang schnacken. Ja. Die nächste Sorte muss ran. Also Konfitüre war auch die zweite gut. Ne? Ja, Konfitüre, da haben wir noch ein Brot. Immer, ja. Ach so. Bist du denn durch? Nee, ich komme ja nicht dazu. So. Ich wollte ja jetzt hier, aber ich muss das festhalten wegen Kong Ming. Ja. So, Konfitüre ist. Also Konfitüre ist halt Konfitüre, ne? Also das schmeckt halt nicht anders als aus dem Glas. Definitiv nicht. Aber es schmeckt auch gut. Schmeckt halt anders wie aus dem Glas. Wie war das mit der? Cola? Cola schmeckt besser als aus dem Glas. Ja. Zu Fuß ist kürzer über den Berg. Nee. Ja. Zu Fuß ist schneller. Nacht ist kälter als draußen. Ja. Oh nee, die Hälfte fliegt halt nach oben. Na, welche. Aber was meint er so aus dem Bauchgefühl raus? 24 Stunden geht klar oder hungerst du? Ja, safe, nee. Also ich würde erstmal so aus dem Bauch raus sagen, ja. Ganz ehrlich. Wir haben ja beide noch kurz gesagt, wenn du in einer Kampfsituation bist, richtig mit Action und so weiter, ist das nicht viel. Also klar, der Kalorien... Ja, die Frage ist groß noch, wenn du dir dieses Paket Panzerkeks noch reinkrachst, wie das halt nochmal im Magen aufbläht. Aber wenn du 24 Stunden die Nacht durchmachst, dann gehst du da trotzdem krachen, glaube ich. Ja, aber... Aber, guck, aber der normale das Sachen... Das Frühstück hatte 500 Kilokalorien jetzt schon. Drauf geschissen, darum geht's gar nicht. Es geht, was den Bauch füllt. Das Sättigungsgefühl. Das Sättigungsgefühl ist da. Die, okay, die retten dir auf jeden Fall irgendwann den Arsch. Das steht im wahrsten Sinne des Wortes retten dir die Panzerkekse den Arsch. Ja. Prost. So. Also ich würde gerne meine Schokolade. Mach mal. Ob da sich was getan hat. Oh. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr. Oh, die sieht knüppelhart aus. Die ist immer schon mal warm geworden oder so. Ja, genau. Weil die sieht schon sehr alt aus. Also die ist aber nicht der Kern schlecht. Geht. Die ist nicht schlecht. Nö, Pfeff können wir nicht werden. Hat mit Milf gefahren, warum genau so. Boah. Man hat auf jeden Fall alles verstanden gerade. Also, wie gesagt, beste. Gemüsechili ist auf jeden Fall, aber das sind ja die Hamburger jetzt da, ne? Genau. Die sind, glaube ich, noch ein Stück geiler.
Ich muss halt passend zur Schokolade, wollte ich mal die Panzerkekse aufmachen. Gute Idee. Es gestaltet sich aber etwas als eine Farce. Was ist denn, habt ihr jetzt alle das hier drin gepulvert? Ja. Ja, Exotic. Genau, war super. Na, hier ist ein neues. Ach so. Das ist meine, das ist Zitrone, das riecht richtig schon. Riecht nach Zitrone, schmeckt nach Waldbeere. Ganz nein, mysteriös. Auch hier bin ich der Meinung, gut, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber die Frage, was jetzt besser? So, ne? Nee, also... Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade Exotic ist besser. Also. Ja, oh! Ist übelst künstlich, oder? Boah, schmeckt nicht so nach als so ein Klostein so. Wie raus, hat dir doch geschmeckt? Als würdest du dir so ein Leckstein aus dem Pissoir so. Ja. Na, dann gönn ich mir mal noch einen Look. Ekelhaftig. Nee, dann Exotic. Ja, doch, hast du. Boah, mir kleben die ganzen Hände, ne? Ach, hier oben kann man was machen. Okay. Ich glaube, unser Wasser reicht nicht. Danke, Koch, war lecker. Zitrone. Brauchst du noch Grapefruit? Naja, wir haben ja noch Sachen. Achso, okay. So, jetzt probiere ich mir auch mal hier so ein bisschen Schoki, aber auf Panzerkeks. Aber ich glaube, es hat. Warte. In Krümeln? Nee. Man kann ja mit dem Epa auch so einen hübschen Kuchen backen, ne? In dieser Brotdose. Ja, echt? Mit der Schokolade und dem Panzerkeks so kalten Hund drüber. So zusammenmanschen, oder was? Mit Wasser? So. Das klebt alles. Doch, ist gut. Du, da steht Keks drauf, Bunny ist dabei. Mhm. Ja, so zum Wegsnack ist geil. Die sind nicht ganz so geil wie die originalen Butterkekse, aber es ist okay, wirklich. Dafür, dass es halt Epa ist, ich finde es geil. Also Schokolade und Keks kriegen für mich eine 1, ohne Minus. Komplett eine 1. Also ich muss sagen, Getränkepulver, Zitrone, 5. Also, weil 6 ist, wenn du stirbst quasi, ja? Ja. Aber 5. Kekse? Kekse kriegen von mir eine 2 Minus. Haben wir jetzt das Frühstück eigentlich schon final bewertet so zum Thema Konfitüre, Brot? Ich bin, also Brot jetzt, ich bin dauerhaft am Bewerten. Ach so, okay, ja, ich auch. Ja. Ja, nicht am Zubereiten, deswegen kriege ich jetzt nur die Hälfte. Lass mich eigentlich los mit dem Abendessen, sonst bleibt kalt. Ich muss mal nachschieben hier. Ich brenne noch. Na, ich mache mir gerade erstmal noch das, das Dessert. Also was natürlich scheiße ist, ist halt dieser komische Boden hier. Da kannst du gar nicht richtig rühren. Das ist ja, das ist ganz normal. Aber, die auch schon aber so. Ich habe das Gefühl, dass generell, ich habe ja neulich das MRI mal getestet, dass du hier mehr das Gefühl hast, ich esse auch normale Sachen, ja, die ein bisschen hier anders jetzt sind. Ja. Und beim MRI hatte ich das Gefühl, du frisst nur so Astronautennahrung, die eigentlich nichts mit Nahrung zu tun hat. Also aber typisches kann, amerikanisches Essen. Oder es liegt halt daran, dass die Amis einfach generell halt so essen. Ja. Nicht kochen können. So, das muss jetzt hier 5 Minuten vor sich hin... Oh, das sieht aber gut aus. Ja. Da muss man noch einen Keks aufheben zum Reinditschen. Sind noch was. Na? So. Moment, du musst auch mal die Schokolade haben. Aber kannst du mir mal erklären, warum es zuckerfreie Kaugummi sind? Ja. Kalorien ist doch gut. Fanny, kannst du es mir erklären? Ja, und dann ist Ruhe. Ja. Ja. Aha. Also nein. Ja. Okay. Mhm. Vor allem, ey, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Ja, ist immer so. Ah, ja. Dann machst du erst den. Mhm. Und wenn du merkst, oh, ich müsste mal, dann die. Du musst gegenarbeiten. So, zu viel Keks. Deswegen sind das ja die Snacks zwischendurch. Damit du immer dieses Zucker und Speisesalz brauche ich persönlich jetzt nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich bin, hab ja wieder Kaugummi. So, es wird auch ein sehr spannendes Video mit dieser einseitigen Perspektive, aber ist egal. Also Schoki 1, Schoki 5. Maja, hol mal. Bring mal her. Nimm, bring her. Die Kamera. Bring her, schnell. Bring hier. 5. So ein Hund musst du haben, der dir das Zeug zurückbringt. Oh, was ist das jetzt gewesen? Was war das jetzt? Nee, das war Grapefruit, ne? Ich hatte mal so ein komisches Kreatin, ja, whatever, BCAA. Ja. Ich bin wert Super Saiyajin Zeug und das muss ich jeden Tag und das ist immer so. Das geht's dir. Ah, Kekse. Wir haben auch einen Cerealriegel. Hallo. Anfang. Wir machen derzeit mal schon mal die Burgerpalette, ist hier schon mal ready. Na, hallo. Oh. Aber an den kann ich mich zum Beispiel auch nicht erinnern. Den hatte ich auch nicht. Was? So einen komischen Riegel da? Nach dem Riegel gibt's sogar. Liegt alles umher. Wir müssen es ranhalten.
alles. Ja, jetzt sieht auch eine schlechte Wetterfront auf. Ja. Nicht eins? Ich find's gut. Ja. Der ist schön weich. Der ist nicht so hart. Das stimmt ja, aber. Das ach du Scheiße. Na, ich mal Besuch. Jetzt mal gucken. Ja, was ist denn das? Es war übelst Sonnenschein und jetzt ist hier alles zugezogen. Sitz. Das klingt gut. Ist abgebiegt. Eine 2. Ja. Also, da ist auch Frische mit drin. Schön gut. Nicht so das, ne? Naja, ich würde lieber die Kekse essen. Ja, kann ich, bin ich ehrlich. Ja. Nee, wenn ich jetzt. Also, Kekse, weißt du? Schoki 1, Müsli-Riegel 2. Bei mir eine 3. Befriedigt mich, aber ist jetzt nicht, wo ich was. Nee. Kein Wasser mehr. Wir können die würde ich tauschen. Ich würde meine Müsli-Riegel tauschen gegen Kekse. Das ist clever. Ja. Und ich glaube, damit hast du gute Karten, weil viele die Kekse nicht wollen. Ja. Siehst aber du? Nichtsdestotrotz. Schmeckt der Trotze. Ach so, nee. Auch das. Es gibt jetzt. Vier Finger in die Fahrradkette. So, da der Beutel sehr groß ist und wenig Inhalt, machen wir jetzt hier mal ein Tuning. Der Burger brennt. Der Burger brennt. Wollen wir irgendwo Kaffee aufsetzen oder so ein Scheiß? Ja, wir müssen uns jetzt erstmal um die Orangencreme kümmern. Das ist halt die Orangencreme, sieht man das? Mhm. Schön sämig, cremig. Passend dazu probiere ich schon mal den Burger. Ja, oh ey, ist übelst fluffig. Geil, wie hast du das denn gekriegt? Geil. Oh, ist es selber passiert oder hast du groß gerührt? Nee, steht ja drauf, rühr. Mhm. Mega. Alter, das nicht zu süß. Hast du schon gezeigt, wie geil das aussieht? Ja, ja. Übelst fluffy fluff. Fluffy fluff. Alter, sowas draußen, das oder? Ist für die Stimmung perfekt. Mega gut. Also ich mag dich, okay, aber... Kriegt von mir eine 2. Weil? Ich hab's irgendwie geiler in Erinnerung. Boah, das ist ja richtig hier... Richtig. Übelst fluffig, oder? Ich find's geil. Ich find das hier geil. Ja, es ist mega fluffig, cremig, definitiv. Aber Geschmack ist nicht aber so pralle. Dieser Orangengeschmack ist mir... Nee. Naja, gut, das muss man halt mögen, ne? Ja. Aber von der Konsistenz? Ja, absolut, absolut. Von der ich bin ja eh nicht so der Typ, was das angeht. Finde ich das echt klasse. Ich find's lecker. Wirklich. Finde ich auch gut, ne? Also es schmeckt wirklich gut. Also es schmeckt einfach auch gut. Also. Also ich sage hier eine 2. Für die Creme? Ja. Geh ich mit. Weißt du, was ich glaube ich geiler finden würde? Das Gemüsechili mit dem zusammen. Ja! Ja! Ist so, weil hier hast du irgendwie nur Fleisch, bei dem anderen hast du nur so genau. Gemüsekram. Aber waren da nicht mal mehr Kartoffeln und sowas drin? Mhm. Ja, das kommt mir auch ein bisschen wenig vor. Aber es schmeckt gut. Also für, eine Asiate, geil. Für einen Asiate schmeckt das echt gut. Aber von den beiden, welches war dein Favorit? Das hier. Bei dir? Definitiv. Mit dem Burger vorziehen. Ich würde, glaube ich, eher das andere nehmen. Ich auch. Also safe. Ich würde erst das eine essen und dann das andere. Also, was hatte ich das andere? Eine 1? Minus, glaube ich. Dann kriegt das eine 2. Eine gute 2. Eine 2 plus. Oh ja. Nee, finde ich gut. Nee. Alles im Allen. Lecker. Kann man mit arbeiten, oder? Ja. Ich will ja nicht, was die ganzen Bunnies da draußen immer haben. Also, wir hätten jetzt noch ein Getränkepulver, aber wir haben kein Wasser mehr mit. Naja. Und wir haben noch Kaugummi. Ja, die essen wir zum Schluss. Okay. Die haben uns alle zum Schluss komplett rein. Vom frischen Atem her? Vom frischen Atem her. Oder Zahnpflege. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist Tee und Kaffee und Cappuccino. Aber, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, weil wir haben kein Wasser mehr. Das ist halt Instant-Kaffee, wie soll der halt schmecken, ne? Kannst du ja probieren. Trocken? Ja. Okay, Martin haut schön Kaffee-Extrakt kalt rein. Trocken. Echt jetzt? Es scheint ihm nicht zu schmecken. Was macht der da? Oh. Oh, ich glaube, er bricht. War ja auch ein bisschen dumm von ihm, oder? War ein bisschen dumm. Da ist mir was eingefallen. Wir haben vorher probiert. Ich habe ja noch Wasser, ist mir gerade eingefallen. Okay. Ich habe noch Wasser, Freunde. Warte. Was ist denn mit dir los? Das habe ich vergessen. Na, dann können wir auch noch Grapefruit probieren. Na, ja? Dann mache ich mir noch einen Tee. Ja, ist doch super. Ich mache mir einen Espresso. Nicht das die Orangenmus. Aber gut, Tee wird wahrscheinlich so ein lösliches schwarzer Tee-Extrakt. Also ich habe ihn jetzt löslich gemacht. Ja. Wird hier quasi, wie sagt man? Es wird halt wirklich so ein Espresso-Shot, ne? Normalerweise sollen hier 450 Milliliter, das ist fast ein halber Liter rein. Aber wir gehen auf Shot.
vorher noch mal eine schöne Gabel hier vom Chivapchichi. Okay, bist du bereit? Wegen Wassersparen, ne? Mhm. Shots. Okay. Da. Wie sieht dein Shot aus, sag mal? Oh, mach da ein bisschen was rauf. Kannst du voll machen, das Tütchen. Als ob das jetzt noch mal was ändert. Ja, absolut. So, jetzt gibt's hier erstmal einen fetten Shot. Warte. Du machst da noch was, Kaffeeweißer? Kaffeeweißer. Möchtest du jemanden Kaffeeweißer? Nö. So, fahren. Mega der. Mega geil, Alter. Mega. Alter, ich kotze, ich sag's dir gleich. Oh, guck dir an! Warte. Entschuldigung. Das zieht sich Martin jetzt rein. Ja, das ist sein... Selbstversuch beim EPA. Ist da noch Wasser übrig zur Not? Nicht, dass ich mich jetzt... Ja. Okay. Bereit? Ja. Habt ihr gesehen, die haben das gar nicht mitbekommen. Bisschen. Also man kann es so ein bisschen vergleichen, stellt euch vor, schwarzer Tee, ihr habt so einen richtigen Satz unten. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade eine Kaffeemaschine ausgeleckt. Okay, also Martin hat es nicht geschmeckt. Oh, das hat nichts mit Geschmack zu tun. Ich esse einen Keks da drauf. Survival, Martin. Wir haben noch Kekse? Ja, die letzten beiden. Du kannst einen Keks, ja, ja gut. Plüschbusche heißt das. Hier, angucken. Dippen. Dippen, deppen, doppen. Hier. Die letzte Getränke-Sorte. Haben wir hier eigentlich noch? Kaffeeweißer. Also, den Spaß hatten wir schon, Martin. Ja, den Martin ja schon mal. Ja, du, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, nachdem man die Kaffeemaschine ausgeleckt hat, ist man bestimmt wach. Ich weiß jetzt nicht drauf, wie viel Bohnenkaffee da drin ist, aber. Ich habe schon schlechteren Kaffee getrunken. Kaffee. Was ist das hier? Das hat ah, Orange, ne? Ja. Genau, Orange. Fritz, was sagst du? Wozu? Hierzu? Hm? Schmeckt die Orange oder so was? Keine Ahnung. Also auch nicht dein Favorit? Nö. Also Exotik und Zitrone. Damit haben wir auch das eindeutige Ergebnis. Exotik ist halt das Beste. Ja, jetzt kommt aber die entscheidende Frage. Ja. Wenn man jetzt alle vier mischt, ja, dann kannst du schön mit einem Spritzbub hinten nicht an der Wand stellen, ey. Wir haben jetzt vier angefangen. So, wir verlosen jetzt hier natürlich die Reste, die hier noch übrig sind. Vier angefangene Pakete, einen angefressenen, einen angeleckten Keks. Ich leck den auch nochmal an. Den packen wir noch mit dazu. Und die Kaugummis, würde ich sagen, die geben wir einfach so mit on top. Die lassen wir zu. Nee, die Kaugummis fressen wir noch. Was ist denn jetzt hier eigentlich mit Soße? Was ist denn mit hier los? Ist das der Kappel? Also ich würde sagen, Martin, seine Kampffähigkeit ist gerade ein bisschen eingeschränkt. Wieder herstellt. Das hört nicht auf. Boah, das ist gerade so... Das schmeckt gerade so, diese nur Soße schmeckt gerade so ein bisschen wie, wenn du... So eine Dose Fisch. Ah, ja. Was ich meine? Ja. Die Fischsoße. Tomatensoße. Ja. Oh, Fisch in Tomatensoße, ja. Gibt's da was zu essen, ey? Ja. Kaugummis. Da steht hin, das ist so ein Kaffee. Jetzt weg sonst. Nicht alles weg hier, die Scheiße. Oh, darf ich mal einen Schluck Wasser? So. Es ist aber kein Wasser drin. Ach so. Sondern? Naja, es gibt halt richtige Kämpfer, so, die vertragen das, ja. Und dann gibt's Leute. Gut, alles klar. So, Junge, ich schmeiß eine Runde. Wie viele Kaugummis haben wir hier? Guck mal, nehmt gleich mal drei hier. Hart. Oh. Ja, dann. Gut, meine hat fünf Kaugummi. Gib mir nochmal zwei. Oh. Mhm. Was schmeckt wie Kaugummi? Echt? Mensch, wie Kaugummi? Hart. Alles im allem. Was für eine Schulnote kriegt das komplette EPA-Paket Typ 1 von euch? Eine 2. Ja. Das ist überraschend gut gewesen. Genau. Ich würde auch eine 2 sagen. Ich hätte es schlechter erwartet. Definitiv. Ja. Eine gute 2. Eine gute 2. Es sind ein paar Komponenten, klar, das ist wie im normalen. Ne? Das schmeckt nicht immer. Aber ich bin der Meinung, es macht satt. Es ist reichhaltig. Es ist abwechslungsreich. Ja. Und für einen kompletten Tag. Also. Und da sind Kekse drin.
Also Leute, und jetzt seid ihr wieder an der Reihe. Ihr könnt ein Ehepaar gewinnen, ja? Dafür einfach natürlich Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nämlich auch kein weiteres Video und kein Giveaway. Zweitens, Daumen nach oben auf das Video, wenn es euch gefallen hat. Und drittens, schreibt mal bitte in die Kommentare eure Erfahrungen mit dem Thema Militärnahrung oder auch Ehepaar. Ja, schreibt es gerne mal rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schaut auch bei Bommel bei Instagram vorbei, bei Martin bei Instagram oder bei YouTube, wie ihr wollt. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja.